Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Anno4Sat4. Wieder mit der IAM-Mod, nachdem wir mit Hart am Wind fertig geworden sind. Und dieses Mal widmen wir uns dem nächsten Szenario, in welchem wir darauf warten werden, dass wir durch IAM wieder auf irgendeinen Fehler stoßen werden, weswegen wir dann wahrscheinlich wieder zum normalen Spiel zurück müssen. Aber es soll bei jedem Szenario versucht werden, wo ich nicht davon ausgehe, dass es nach hinten losgeht. Und wir gehen zum zweiten der mittleren Szenarien, dem Fall Di Mercante. Retten Sie Giovanni Di Mercantes Imperium vor dem völligen Ruin. Das werden wir machen. Die Schwierigkeit ist Mittel. Schwerpunkt Abenteuer, Handel, Logistik. Spiel gestartet. Hotel Trivago. Ich sehe gerade auf dem Renderlappi neben mir, dass Traditionen wieder aufrechterhalten werden. Bereitet euch also vor auf ein Discord-Pling-Geräusch in wenigen Momenten. Ich könnte jetzt natürlich schauen, ob ich raustaben kann, um das kurz mal auf meinem Rechner zu muten, aber um die Wahrheit zu sagen, würde ich dann schwer davon ausgehen, dass das Spiel dann wahrscheinlich irgendwie abraucht oder ähnliches. Und da war's. Es geht um die nächstanstehende GTA-Aufnahme. Als kleiner Spoiler für die, die sich hier das andere Let's Play angucken, alle beide. GTA geht weiter. Endlich mal. Wo wir wohl das Criminal Genie sozusagen aufgeben werden und die Doomster heißt einfach normal durchspielen. Dann sind wir ehrlich, so oft wie das Spiel uns einfach zurückgesetzt hat ohne jeden Grund, kommen wir da nie durch. Muss ich kurz einen Schluck trinken. Es ist noch früh am Morgen, dann bin ich immer ein wenig dehydriert. Segel setzen. Oh Gott, Sturm. Es wird jetzt schon nach hinten losgehen. Giovanni Di Mercante ist am Ende. Oh. Sein Imperium steht kurz vor dem Ruin. Ein Handelskontrakt mit Giacomo Garibaldi scheint die letzte Rettung. In seiner Verzweiflung hat Giovanni sich an sie gewandt. Mit ihrer Unterstützung will er das Haus Di Mercante zurück zu alter Größe führen. Er ist pleite. Und deine ganze Stadt geht jetzt in Flammen auf. Also, zuallererst. Das Haus Di Mercante befindet sich in einer kleinen Notlage. Fest entschlossen, schaltet Giovanni. Giovanni sagt, alles, was Giacomo will, muss gemacht werden. Das ist der Untergang eines Imperiums. Ach, stell dich nicht so an. Ihr benötigt alle Unterhaltung, ich weiß. Wir können keine Unterhaltung kriegen. Ich suche jemanden, der diesen Auftrag verlässlich erledigt. Hat eine Treibprozessin verloren. Ist es gestattet, euch ein Anliegen vorzutragen? Guck mal, dann die Vio will Sachen. Ja, wir müssen zuerst mal unsere Siedlung auf IAM-Standards anpassen. Das bedeutet im Endeffekt, alles muss weg. Okay, wie ist das Teil denn aufgebaut? Okay, gut, damit lässt sich arbeiten. Es ist nicht unser übliches System, aber wir werden daraus was machen können. Bevor ich irgendwelche Tasten drücken, F11 war es tatsächlich okay. Gut, merke ich mir das. Errungenschaften. Santa Barbara. Pff. Also die Fortsetzung.
Ne, stopp, dahin. Natürlich ist der Fischer auch von Eimer. Muss eingestampft und ersetzt werden. Wir haben volle Baukostenrückerstattung, wie es aussieht. Das ist sehr gut. Keine Steine verschwenden. Wir hier im Startsiedlung haben immer so kleine Problemchen, wie wir wissen. Die scheitern einfach grundlegend an allem, von vorne bis hinten. Das ist zwar Pionierhäuser, aber die werden nicht aufgewertet zu vernünftigen Bürgerhäusern. Das Bevölkerungswachstum geht bei denen nicht mit, deswegen müssen wir es kurz mal wegkorrigieren. So, und so. Was hast du getan? Feuerteufel. Inferno und Erbenheim. War es wirklich Zufall oder steckt mehr hinter diesem Anschlag? Wie dem auch sei, wenn sie nicht rasch handeln, bleibt von hinter Giovannis Stadt nur Schutt und Asche. Unbekannte Fracht. Irgendwas geht vor in Erbenheim. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen beurteilt die Stadt. Oh, das ist doch eine Verschwörung gegen Händler Giovanni. Die Hinweise verdichten sich, und wer mag der Urheber all seiner Gemeinheiten sein? Irgendwas ist seltsam im Kommandanten Nevio. Der erfahrene Kapitän wirkt bedrückt, gerade so als Plage in sein Gewissen. Vielleicht ist aber nur die Furcht von dem Schiffseigner Giacomo Garibaldi, der die ganze Geschichte gebeichen muss. Eine dubiose Depesche. Schauen wir uns das mal ein bisschen um. Wir brauchen halt erstmal den nötigen Bauern, damit wir in der Lage sind, eine Taverne zu bauen. Arbeitest du bitte auf 100%. Zumindest haben wir unsere eigene Werkzeugproduktion, das ist schon mal viel wert. Hier fangen wir an, unsere Wirtschaft aufzubauen. Ein bisschen Schub geben, damit wir das Holz kommen, was wir brauchen. Arbeiten wir von hier aus. Na, das wird sich mit nichts beißen, oder? Bis hierhin können wir gerade langziehen, das ist gut. Was? Nein! Warum Spiel? So, von hier aus können wir gerade langziehen, nach wie vor? Ja. Keine Probleme. Gut. Das werden wir natürlich benötigen. Und nun haben wir keinen Zeitdruck auf irgendwas. Die Bäume müssen weg. Zuallererst kümmern wir uns um unsere Versorgung mit Holz. Weitere müssen dann Bäume hier rein, damit wir die direkt setzen können. Für solche Situationen.
Okay. Ziehen wir hier unser Fleisch lang und hier noch ein bisschen Most auf, fangen wir hier mit dem Fleisch an, wenn wir Anis fahren, werden wir wahrscheinlich irgendwann benötigen. Ich glaube, wenn wir hier noch Holzanlagen einrichten, dann funktionieren die nicht vernünftig. Deswegen würde ich sagen, setzen wir jetzt zunächst unsere Apfelplantagen hin. Da können wir die Apfelplantagen da hinten einstampfen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wir können Dinge auch schon ausbauen. Wir haben keinen Fisch. Uns fangen die Leute. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Aber das halt produziert und liefert auch ab. Okay, es sind einfach zu wenige. Hier ist ein aggressiver Mangel an Effizienz einfach. So, hier oben wird eingestampft. Die kosten nur unnötig viel Platz hier. Sie haben die Insel eines Mitspielers entdeckt. Karim wohnt hier. Kommt zum Erliegen. Freimachen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, das ist das Problem, das wissen wir. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wenn wir Kostenrückerstattung bekommen, haben wir gar kein Problem, das Beste zu beseitigen hier. Dann müssen wir gar nichts vorausrechnen, was ich sagen wollte. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Das ist zwar alles hochgradig teuer, aber die Startinvestition wird sich lohnen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Mach den Baum weg, der gehört da nicht hin. So, Fisch kommt wieder rein, Salz fehlt, Stoffe fehlen. Stoffe sind das nächste, was wir angehen müssen. Damit wir hier nochmal zwei weitere Mostfarmen aufgestellt haben. Wie genau die stehen, ist eigentlich egal, solange wir 6 Felder da reinkriegen. Und es gibt eigentlich wenige Wege, wenn man nicht in der Lage ist, 6 Felder da reinzukriegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wirtshaus. Oh, perfekt. Es passt fast genauso, wie wir es gerne gehabt hätten.
Ja, setz was einfach erstmal da rein. Für den Fall der Fälle können wir nur noch abreißen. Alles war falsch. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, Salz und Stoffe müssen wir jetzt noch beschaffen, damit wir unsere Bürger wieder rankommen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Beginnen wir mit Stoffen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das müssten wir das geklärt haben. Dann kümmern wir uns um die Hanfplantagen, die hier rein müssen. Um Kleidung und Seile bereitstellen zu können. Aber zuerst mal die Leinenkutten, die wir hier verschieben wollen. Dann müsste auch schon bald pleite sein. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Speichere das Spiel vor lauter Freude. Spiel gesichert. Macht ihr da Dinge, die ich nicht möchte? Lass das. Können wir hier noch Salz anlegen? Ist drin. Ja, können wir, ohne weitere Probleme. Gut, dafür werden die aber werden die weitere verstärkte Abholmechanismen benötigen. Fangen wir hier einen hinzusetzen. So, und eine Saline nach der anderen. Damit wir so viele hier reinkriegen, wie uns irgendwie möglich ist. Lass uns nicht kopieren, natürlich nicht. Ah, der Platz ist ein bisschen eingeschränkt, aber es wird schon werden. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Der wird knapp haben, deswegen braucht er ein bisschen Abstand. Das müsste jetzt genug Salz für die nächsten 40 Jahre sein. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, damit haben wir das. Da kommt noch so einer hin und dann können wir dieses Gebiet als vernünftig versorgt betrachten. Die Bürger haben wir jetzt wieder zurück. Tonnen Seide. Da kriegen wir Schlinge beschafft. Du hast eine Glaubenskrise, ich sehe.
Gebäude stehen zum Bau bereit. Glaubenskrise auch hier. Zeit und ein paar mehr Steuern. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wir wollen die Kohlen sehen. Eurer Siedlung mangelt es an nichts. Fabelhaft. Wird das Problem wirklich lösen? Ich habe das Gefühl, nicht wirklich. Na, der Einfluss brauche ich in der Kapelle, ist nicht so viel kleiner. Wir können hier noch ein paar Köhler eingliedern. Ein oder zwei. Okay, hier oben werden Köhler eingliedert, hier unten kommen Kartoffelschnaps hin. Zwei Farmen. Wir müssen unsere Köhler möglichst von unseren Holzfällen fernhalten, weil wir festgestellt haben, dass sie sich irgendwie beißen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. %49 nur. Ah. 99%. 95%, okay. Das heißt, das Wasser war doch wertvoller. Jetzt versteht er nicht ganz, weil normalerweise das immer genug war. Normalerweise haben noch zwei Getreidefelder immer gereicht. Bill, was tust du mit mir? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Warum genießt du es, einen Weg zu finden, mich zu schikanieren ohne jeden Grund? Eine Produktion kommt zum Ende. 99% werden reichen. Die werden sich gegenseitig beißen, nicht wahr? Oh Gott, nein. %61 nur. Ja, aber das ist auf 100. Weil der sich einfach von den Bäumen hier von dem hier gesnackt hat. Das ist, was passiert ist. Köhler beißen sich immer gegenseitig. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr hier. Also das ist natürlich nicht hilfreich. Die dürfen, ihre Einflussbereiche nicht überschneiden lassen, sonst funktioniert das System nicht. Die dürfen die wahrscheinlich überschneiden, das aber nicht so stark. Wenn die beide auf diesen Bereich dazugreifen, auf dieses Mostfeld, das wir sozusagen dazwischen zulassen, was passiert dann? Eine Produktion kommt zum Erliegen.
Das werden 100%, 100% sein. Jetzt müssen die Bäume unter Wasser gesetzt werden. Ja, Polen, ich möchte den Filter 96%, 100%. Warum sind Köhler solche Zicken? Warum können die nicht vernünftig zusammenarbeiten wie normale Menschen auch? Wir sind an Kohle vollgelaufen, nicht wahr? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, jetzt bauen wir sich näher da dran. Hilft das? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Hol den Kram ab. Hilft nicht wirklich. Eine Produktion. Egal, die arbeiten beide gut genug. Erliegen. Ich hab keine Ahnung, was sie damit machen wollen. So, wir sind bald pleite. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Meint, da passt noch ein. Ich glaube, da passt noch eine weitere Kartoffel. Ja, genau, eine passt auch noch zwischen. Ganz glatt. Ja, die setzen wir hier hin. Ah, die passt dann ganz genau nicht mehr rein. Und vergesst das. Kohle werden wir ohnehin noch nicht brauchen. So, Kohle ist gesichert. Fleisch ist als nächstes dran. Und Töpfe. Und natürlich ein weiterer Marktplatz, damit wir mal wieder expandieren können. Ach ja, und dieses Häufchen kann da weg. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Da wir diesen ganzen Bereich für unsere Produktion benutzen wollen, könnten wir ohne weiteres hier einfach so eine Siedlung schon lostreten, eine neue. Die werden dann halt schlecht mit der verbunden, aber eine Verbindung hier zwischen aufzubauen, ist ohnehin erst einmal recht unhilfreich. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Dann arbeiten wir so. Tun eine Kirche davor, damit wir uns nicht mit Kapellen befassen müssen. Eine Taverne nach hier hin.
Dann sind sie platt für ein Wachhaus, das nach hierhin kommen müsste. Das ist doch schön.